Was geht ab, meine Pokémon-Trainer? Oh, Sarui. Und heute zeige ich euch, wie ihr die neue Promokarte von Mewtwo bekommt. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Und diejenigen, die meinen, dafür hätte auch ein Short gereicht. Das habe ich schon vor ein paar Tagen rausgehauen und könnt ihr euch gerne angucken. Deswegen schauen wir uns in diesem Video auch an, was die Karte drauf hat und wie man sie spielt, also in welchem Deck. Vorab sei gesagt, man bekommt sie beim Einloggen, wenn man den Premium Pass hat. Also wenn man ein Abo abgeschlossen hat bei dem Premium Pass, es ist Mewtwo die monatliche Karte. Ich möchte Folgendes sagen, ich möchte Leute nicht mit diesem Video dazu animieren, den Premium Pass zu kaufen. Man muss ihn kaufen mit echt Geld, also es ist eine Sache, die ihr euch mit euch selbst ausmachen müsst. Aber falls ihr euch gefragt habt, wie bekommt man diese Karte, die sieht geil aus, weil die sieht echt gut aus, finde ich. Ja, über den Premium Pass. Im Dezember, also Premium Pass Dezember, gibt es auch noch außerhalb der Karte folgende Items an der Stelle aus dem Shop zu holen. Pikachu quasi, Spielhüllen, Unterlagen, Münzen und so weiter und so fort. Und logischerweise bekommt man mit dem Premium Pass auch ein Booster mehr oder kann man ein Booster mehr öffnen an der Stelle. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr den, das ist die folgende Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen kann. Wenn ihr bisher noch keinen Premium Pass euch geholt habt, dann sind die ersten zwei Wochen des Passes kostenlos, okay? Das heißt, diejenigen, die noch keinen Premium Pass geholt haben, ihr könnt ihn euch holen und das Abo direkt kündigen. Dann habt ihr zwei Wochen kostenlos diesen Premium Pass und bekommt auch Mewtwo basically kostenlos. Ja, aber das zählt nur für die, die es noch nicht gemacht haben im letzten Monat. Oder die es noch nie gemacht haben. Das ist nur eine einmalige Sache nämlich, okay? So. Ich habe den Premium Pass, das heißt, ich hätte mich einfach nur einloggen müssen, wie heute. Und dann gehe ich hier rüber zu Premium und siehe da, aha, da bekomme ich den Mewtwo schon abschließend. Ich muss mich einfach nur anmelden und ich habe den Amigo. Wirklich eine schöne Karte, definitiv. Das ist basically eine alternative Version von dem Base Mewtwo, den man auf jeden Fall in einem Mewtwo-Deck spielen kann als Staller. Okay, ein Pokémon, den du einfach rausschiebst und der ein paar Angriffe bekommen kann und du eben deinen anderen Pokémon vorbereitest. Das werden wir gleich machen in dem Duell. Ansonsten seht ihr die Mission vom Premium Pass Dezember und da bekommt ihr die Premium-Währung und das könnt ihr nutzen, um im Shop gewisse Sachen zu holen. Also sammle 11 Karten vom Typ Pflanze, Feuer, Wasser, Elektro, Psychokampf, Ibidar, bla bla bla. Also alle Typen einfach. 77 Karten an sich sammeln bekommt ihr, Sanduhren, 88 folgende Uhren für die Wunderauswahl und so weiter und so fort. Karten der Seltenheit dies und jenes bekommen, einmal Wunderwahl, 5x, 7x, 10x, 12x und so und so fort. Booster öffnen bis zu 30x und. Schauen wir uns kurz den Shop an, bevor wir in ein Duell gehen, und zwar, was kam jetzt hinzu zum Premium Pass? Wir haben 9 Monate, also sollten sich auch die monatlichen Sanduhren geupdatet haben. Lass mal kurz gucken. Ja, hier logischerweise die monatlichen Sanduhren für die normale Währung, ja, die jeder bekommen kann. Aber dann an der Stelle zeitlich begrenzt. Hier seht ihr. Das war, by the way, die Promokarte vom letzten Monat. Ihn hat man im Shop holen können. Jetzt haben wir es geändert. Ich glaube, fortlaufend wird es auch so sein wie mit Mewtwo, dass man ihn einfach bekommt, wenn man sich einloggt über die Mission. Aber diese Sachen könnt ihr auch bekommen hier an der Stelle für diesen Monat. Alright, dann sollte sich, lass mich kurz den Shop abchecken zum Dezember. Das kam wie gesagt neu zu, ich mir auch gleich. Und ansonsten sollte mehr oder weniger alles gleich sein. Also gut, dann würde ich sagen, kann wir irgendwas bekommen. Lass mal gucken, außerhalb von den ganzen Danke. Let's go, danke Boys. Mewtwo Deck, also wir werden folgendes Deck spielen und zwar habe ich ja letztens ein Turnier veranstaltet, Odorus Pokécup und Shoutout an den Gewinner Bulak. Sein Test werden wir testen heute, genau das, sein Deck werden wir testen heute an der Stelle. Ist ein klassisches Mewtwo Deck, was mir sehr gefallen hat an dem Deck war, dass dieser Staller Mewtwo drin war, also der normale Base Mewtwo, er hat halt gute HP, ist ein Base Pokémon, kein EX Pokémon, also wenn er drauf geht, verliert man nur einen Punkt und man nutzt ihn einfach in der aktiven Zone, um seine anderen Pokémon vorzubereiten, weil er wirklich ein paar Hits aushalten kann. Und außerhalb davon die klassischen Items drin, nur was auf jeden Fall interessant war, dass er mit einer Sabrina gespielt hat, mit einem Giovanni und dafür dann auch noch eine rote Karte und eben dann noch einmal diesen Base Mewtwo drin hatte. Und das hat für ihn so gut funktioniert. Möchte ich mal probieren, kann auch sein, dass in Zukunft vielleicht einfach Zeit Sabrina, Zeit Giovanni reinklatscht. Aber kommen wir zurück zum Punkt, beziehungsweise lasst uns mal ganz kurz das Base Mewtwo ändern, wenn ich mich die ganze Zeit verklicken würde. Hier, das ist der hier.
Den haben wir jetzt rausgeschmissen und jetzt holen wir uns an der Stelle die neue Promo Mewtwo rein, die wirklich echt nice aussieht. Und es ist wirklich dieselbe Karte. Ja, das ist die alternative Version von der Karte hier einfach, ja. So, das heißt, wo ist unser Amigo? Hier ist unser Amigo. 120 HP, Powerschuss, 4 Energie, 2 Energie legst du ab, ja. Nutzt man eigentlich nicht. Ist nur ein Staller, wie ihr gleich merken oder sehen werdet. Also gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir testen mal die neue Promo Mewtwo-Karte in dem Mewtwo-Deck. Falls euch die Pokémon Pockets Videos soweit gefallen, würde ich mich auf jeden Fall auf einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr die Videos unterstützen möchtet und die zukünftigen nicht verpassen wollt, würde ich mich auf jeden Fall auch auf ein Abo auf dem Kanal freuen. Vielen lieben Dank dafür, ich weiß auf jeden Fall zu schätzen. Oh, da ist schon die Promo Mewtwo-Karte, let's go. Oh, wir haben eine richtig gute Hand. What? Perfekt, so, das ist krank. Der dient jetzt als Stall, okay? Ich habe den einfach rausgeschoben. Der Gegner kann ihn ein paar Mal angreifen, wenn er möchte. Hier, wenn er auf den 50er-Move kommt, braucht er ein, zwei Runden mit der Energie. Hat er erstmal eine 50er raus, wenn er immer noch nicht Gardevoir hat. Nochmal 50er, also überlebt er zwei Hits so ohne Trank und so jetzt gegen das Mewtwo. Und und wenn er dann drauf geht, verliert er halt einen Punkt so, statt zwei. Das ist total fein. Darum geht's. Das ist total fein. Den bereite ich auch nicht vor mit Energie, sondern mein Mewtwo auf der Bank. Und dann, wenn ich Kirigli halt draußen habe, ne? Oder halt Gardevoir, dann, nochmal so, cool. Dann, genau, schiebe ich halt meinen Mewtwo X raus. Weil Gardevoir gibt ja mit der Fähigkeit dem aktiven Psycho-Pokémon eine Psycho-Energie. Und die Promo Mewtwo dient wirklich. Natürlich kann er das schon. Ja, weil er als. Oh mein Gott, weil er erst angefangen hat. Okay. Und die Promo Mewtwo dient nur als Staller, wie gesagt. Also, wenn er dann da drauf geht, fein. Wenn ich ihn zurückziehen kann, gar besser. Ja, aber apropos zurückziehen, ne? Muss ich auch irgendwie vorbereiten. Ja, ja. Aber passt, 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 passt. Wenn er den wegnimmt mit dem 150er Move, dann passt mir das auch. Oh je, Mini. Schon Gardevoir draußen. Ich lasse aber die Promo Mewtwo draußen, definitiv. Weil wenn er dem den 150er Move geben will, nur her damit. Wenn er den 50er Move gibt, ziehe ich ihn halt zurück. Und dann schicke ich meinen Mewtwo X raus mit meinem 150er Move und dann habe ich seinen Mewtwo so. Deswegen... Da sollten wir gleich alles hinbekommen. Alright, ja, boom. Aua, 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 okay. So, Pokéball. Gut, Pokéball würde mir noch eine Mewtwo ziehen. Gardevoir ist draußen, sehr geil. Ich ziehe noch nicht zurück, wie gesagt. Machen das Ganze so. Genau. Und dann geben wir dem Mewtwo aber eine Energie. Aktivieren die Fähigkeit einfach. Weil wenn er eine Sabrina zündet, wäre es dumm. Sehe ich jetzt nicht kommen. Ich schieße halt krass daraus. Er könnte den 150er Move machen oder den 50er. Okay, sein Mewtwo auf der Bank, das ist jetzt halt die Sache. Ist auch schon mehr oder weniger ready. Vor allem, wenn er jetzt Energie noch bekommt, dann wäre er nächste Runde ready. Mal schauen, was er macht. Dann hat er mein Mewtwo EX, darauf ich hinaus. Okay. So. Okay, okay, okay. Ja, jetzt wäre es eigentlich besser gewesen, wenn ich Platz auf der Bank hätte und Zeit hier mir. Oh! What? Okay. Ja, dann. Ich denke nicht, dass er den 150er Move macht. Aber. Im besten Fall brauche ich zwei Mewtwo EX, die ready sind. Okay, der hat die Energie ihm gegeben. Das heißt, der Amigo da draußen, wenn er jetzt rauskommt, der braucht noch eine Runde dann. Der bekommt nämlich Zeit. What? Okay, gut, den habe ich. Den haben wir perfekt.
stark. Dann schieben wir den Amigo raus. Bam. Machen das. Bam. Machen das. Bam. Oh, nehmen sein Mewtwo raus, weil der Mewtwo X draußen. Also mit Gardevoir bekommen die Psycho-Pokémon oder das aktive Pokémon 2 Energie pro Runde. Dann hat er aber 3, ihm fehlt 1. Deswegen konnte ich meinen so confident raushauen. Genau, ja, das ist ein Win. Ja, Leute, so viel zu diesem. Wie gesehen habt, ist halt ein Staller so, ne? Kann man machen. Einfach rausschieben, den in der aktiven Zone lassen, Pokémon vorbereiten. Ja, GG's. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich würde sagen, wir öffnen noch meine Daily Packs kurz. Die habe ich noch nicht geöffnet. Mir fehlt vom Base Set tatsächlich nur noch das normale Lapras. Ich könnte es mir auch tauschen durch die Punkte. Aber ich halte gerade einfach so ein Auge offen auf die Wunderwahl. Plus die Daily Packs muss ich ja so oder so öffnen. Und die öffne ich dann einfach bei dem Glurak Pack. Und weil das normale Lapras ist dort drin. Aber wie es scheint, ist es hier gerade nicht in der Wunderwahl. Nö. Nö. Okay. Dann lass uns doch, wie gesagt, ein Pack öffnen. Ich glaube, ich kann sogar 2 öffnen. Weil, ich habe ja den Premium Pass. Und normal soll ich auch geresettet haben. Aber wie gesagt, wir gehen hier. Da, das normale Lapras hier, das brauche ich. Dann habe ich das normale Base Set voll einfach. Also die 226 Karten. Ohne die alternativen Artworks. Bam. Oh, das könnte Lapras sein. Ah, damn it. Schade, okay. Aber ich glaube, ich habe noch kein Pack. 1848 Karten, okay. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen vorab. So viel dazu, wie man die Promo Mewtwo bekommt, als auch die Karte spielt. Aber ich habe schon Lavaros direkt, okay. Ja, gut, okay. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sieht man sich auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace.